Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Ada Motors. In der Produktpalette von Can-Am, wisst ihr ja bestimmt, gibt es einmal die Offroad-Fahrzeuge, die wir euch ja schon zur Genüge vorgestellt haben. Ob es im ATV-Bereich die Outlander oder die Renegade ist, im Side-by-Side-Bereich die Dragster oder den Maverick. Und heute fangen wir eine neue Reihe an, nämlich bei den Onroad-Modellen. Hier auch erstmalig bei uns im neuen Standort in Reihen, nicht mehr in Eppingen. Und um dieses Fahrzeug geht es heute, nämlich die Can-Am Ryker Rally. Ich habe euch jetzt hier einmal ein Modell daneben gestellt, was sich im Serienzustand befindet, dass wir hier einfach mal ganz genau vergleichen können, was wir hier für diesen Kunden speziell umgebaut haben. Wir fangen mit den zwei offensichtlichsten Sachen an. Einmal hier die Frontverkleidung, die bei keinem Ryker-Modell serienmäßig verbaut ist. Bedeutet, die Fahrzeuge kommen immer ohne Verkleidung. Ähnlich wie bei den Dragster-Modellen beispielsweise, die Türen oder die Kabinen, die kommen auch immer ohne Verkleidungen, die muss man dann separat dazu buchen und eben farblich an das Fahrzeug anpassen. Hier sparen wir uns das farbliche Anpassen. Hier kann praktisch jeder immer selbst entscheiden, was für Farben er schlussendlich haben möchte. Hier einfach mal zwei Beispiele, aber wir haben dementsprechend auch hier bei uns in Rhein im neuen Showroom eine Wand, wo wir dementsprechend verschiedene Verkleidungsteile sehen können und dementsprechend dann auch die richtige Farbe für uns raussuchen können. Was haben wir noch ganz offensichtlich? Bei den Ryker-Modellen haben wir einen sehr, sehr großen Kühlergrill und hier bei dem originalen Modell eine Kühlergrill-Verkleidung, ein kleiner Rammschutz vorne dran. Rammschutz ist es eigentlich in dem Fall nicht, weil mit den Ryker sogenannte Onroad-Modelle fährt man ja eigentlich nur auf der Straße. Ich habe selten einen gesehen, der mit einer Ryker oder mit einer Spider im Gelände fährt. Fühlt sich, glaube ich, auch relativ falsch an und fährt sich dementsprechend auch relativ schlecht. Aber nichtsdestotrotz, der Kunde hier wollte die Frontverkleidung dementsprechend nicht haben, wollte aber hier so kleine Aeroblades haben, wo das Ganze natürlich nochmal ein bisschen sportlicher, schnittiger macht und natürlich auch ein bisschen aerodynamischer. Hier oben haben wir dann ein großes Windschild verbaut. Hier seht ihr einmal das große und einmal das kleine da hinten. Hier dementsprechend nochmal das große für den Fahrer. Das kleine könnte man natürlich auch alleine benutzen, würde dann einmal nur für die Instrumententafel zählen, sprich für die Tachoeinheit. Zeige ich euch aber in der hinteren Ansicht nochmal etwas genauer. Wir haben hier vorne einmal die Luftansaugung links und rechts unterhalb den Scheinwerfern, natürlich bei diesem Modell auch. Ihr seht jetzt hier auch einen Unterschied und zwar haben wir das Ganze hier farblich abgestimmt. Hier ist das Ganze Silber eben passend zu den Aeroblades, die der Kunde nachträglich haben wollte. Ansonsten haben wir hier im vorderen Bereich noch die Handschützer geändert. Das ist einmal ein Aluminiumgriff, ein Aluminiumschutz. Der Kunde hier wollte das Ganze einfach ein bisschen breiter haben, dass seine Knöchel, vor allem gerade bei dem Wetter jetzt, bei uns regnet es gerade aktuell, deswegen sage ich es, hier dementsprechend auch nochmal ein bisschen besser geschützt sind. Am Cockpit bzw. am Lenkertacho können wir uns verschiedene Sachen anzeigen lassen. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was das alles ist. Wir müssen hier einfach einmal dafür die Zündung einschalten und ganz wichtig, vor jedem Start bzw. bevor wir hier überhaupt irgendwas machen können, müssen wir einfach mal die Wegfahrsperre deaktivieren. Das funktioniert, indem ich einfach das Drehgas in die entgegengesetzte Richtung drehe, sprich nicht nach hinten, wie wir beim Fahren das Ganze benutzen, sondern eben das Ganze nach vorne drehen. Ihr habt es gehört, wir haben ein akustisches Signal, das symbolisiert einfach dem Fahrer, hey, pass auf, ihr könnt jetzt losfahren, vorausgesetzt, ihr startet natürlich den Motor. Im Tacho können wir uns jetzt einmal hier, wie schon angezeigt, den Gesamtkilometerzähler anzeigen lassen, dann einmal Trip A, Trip B, sprich den Tageskilometerzähler und natürlich die Uhrzeit. Im unteren Knopf dann einmal die Tankanzeige. Die Reichweite, Tankanzeige, Entschuldigung, befindet sich hier einfach auf der linken Seite, die Gesamtkilometer und natürlich die Einstellungen. Drehzahl haben wir zum Schluss.
Was haben wir noch? Wir haben dem Kunden hier eine Griffheizung verbaut. Das Ganze wird hier im Kombi-Instrument angezeigt. Bedeutet, die Tankanzeige wechselt kurzzeitig auf die Anzeige von der Griffheizung. Erlischt dann natürlich wieder nach kürzester Zeit. Und durch Betätigen der Griffheizung erneut wird praktisch angezeigt, in welcher Stufe sich das Ganze befindet. Zum Ausschalten müssen wir uns, wie altbekannt, einmal durch das ganze System durchklicken, bis eben hier keine Symbole mehr vorhanden sind. Die Zündung ist jetzt wieder ausgegangen, das ist einfach ein Schutz, dass die Batterie nicht so sehr belastet wird, aber wir brauchen sie auch Gott sei Dank gerade aktuell nicht mehr. Was haben wir noch? Wir befinden uns jetzt hier beim Fahren dank der Lenkerverstellung in einer etwas aufrechteren Position. Wenn ihr das Ganze ein bisschen sportlicher haben wollt, ein bisschen mehr am Fahrzeug oder auf dem Fahrzeug liegen möchtet, ist es bei den Ryker-Modellen gar kein Problem. Wir haben hier einmal einen Schnellverschluss, dann können wir den Lenker nehmen, einfach nach vorne schieben und dementsprechend auch wieder zumachen und schon habt ihr eine etwas nach vorne geneigte Position und das Ganze befindet sich ein bisschen oder fährt sich ein bisschen sportlicher oder man fühlt sich etwas sportlicher. Da wir bei den Modellen hier oder bei den Ryker allgemein eigentlich so gut wie keine Staumöglichkeiten haben, außer vorne, das zeige ich euch aber auch gleich nochmal, hat der Kunde hier eine Tanktasche nachgerüstet oder nachrüsten lassen. Hier vorne das Ganze für das Smartphone natürlich. Die Tasche selbst hält mit einem Magnet und den zwei Clips hier, damit wir die Klappe hier einmal aufziehen können. Nein, das ist kein Staufach. Hier drunter befindet sich der Tankdeckel. Bei allen Ryker-Modellen habe ich hier vorne ein Staufach, das sich öffnet durch das Betätigen hier oben. Da ist praktisch ein Druckknopf dahinter. Funktioniert jetzt hier nicht. Nein, es ist nicht defekt, sondern bei den Rallye-Modellen und bei den Sportmodellen ist das Ganze über die Zündung elektronisch verriegelt. Sprich, ihr müsst einfach einmal die Zündung anmachen und schon könnt ihr dementsprechend das Staufach hier öffnen. Hier befindet sich dann noch einmal eine Tasche drin, die nicht serienmäßig verbaut ist, sondern das Ganze nennt sich Staufach-Organizer, wo man dann dementsprechend das Ganze ein bisschen sortieren kann. Wenn ihr das Staufach wieder zumacht und die Zündung dann einmal dementsprechend wieder ausgeht, hören wir einmal das elektronische Klacken und das Staufach vorne ist wieder verriegelt. Sprich, alles, was da drin ist und ihr zieht den Schlüssel ab, bleibt dementsprechend auch da drin und kein Fremder kann das Staufach ohne weiteres öffnen. Da das Staufach vorne, wie ihr gerade gesehen habt, relativ klein ist, hat der Kunde sich hier nochmal einen Topcase dazu gebucht. Bedeutet, wir haben hier dementsprechend nochmal ein bisschen Staufachmöglichkeiten, wo dann auch der Helm reinpasst. Das Ganze hier selbstverständlich abschließbar. Hier im Inneren befindet sich jetzt einmal noch eine Fahrzeugabdeckung, dass ihr das Fahrzeug auch dementsprechend im Winter oder auch mal bei so einem Wetter, wie jetzt bei uns regnet es gerade aktuell, ohne Probleme draußen parken könnt und das Ganze in eine Art Stoffgarage packen könnt. Jetzt müsst ihr natürlich nicht immer mit dem Koffer rumfahren. Ihr habt hier den Vorteil, wenn wir den Griff einmal nach oben ziehen, damit wir den Koffer auch kinderleicht einmal entfernen können. Und wer jetzt ganz genau hinschaut, sieht auch mein persönliches Highlight bei den Rallye-Modellen, nämlich haben wir hier eine Akrapovic-Auspuffanlage verbaut und das Ganze natürlich serienmäßig. Die Ryker, nicht nur die Rallye, sondern auch die Sport oder auch die normale STD, ob 600er oder 900er, ist eigentlich das Sportfahrzeug in der Onroad-Familie, bedeutet eigentlich dafür gedacht, um alleine zu fahren. Jetzt haben wir aber bei den Rallye und bei den Sportmodellen serienmäßig das Gepäcksystem hier hinten montiert. Sieht einmal so aus, hier haben wir das ja im Serienzustand. Wir können hier dementsprechend einmal einen Koffer oder eben die Max-Sitz-Version montieren. Bedeutet, wir haben hier einmal eine Rückenlehne mit Sitzpolster, mit Griffen natürlich, damit sich der Beifahrer, der Sozius, auch separat selbstständig festhalten kann und dem Fahrer so wenig im Weg ist wie möglich. Jetzt fragt ihr euch, okay, cool, er hat einen Sitz, er hat eine Rückenlehne, er kann sich selber festheben, aber seine Füße, muss er die hinter die Ohren klemmen? Nein, wir haben hier einmal die Fußrastanlage zum Ausklappen und dementsprechend auch wieder zum Einklappen, damit das Ganze so clean wie möglich aussieht. Deswegen ist auch die Rückenlehne in diesem Fall klappbar. Am Lenker habe ich euch erklärt, dass wir einmal die Position ändern können vom Lenker, entweder nach ganz vorne oder nach ganz hinten. Dementsprechend können wir hier variieren. So können wir das Gleiche auch mit der Fußrastenanlage machen. Wir ziehen das einmal hier nach oben. Dann können wir das Ganze
dementsprechend jetzt als Beispiel ganz nach hinten machen und dann einmal mit Schwung und viel Kraft nach unten gedrückt und schon befindet sich die Fußrastenanlage wieder in der Arretierung. An der linken Seite befindet sich auch dementsprechend einmal der Steckplatz für den Schlüssel. Das Ganze ist wie im ATV bzw. Side-by-Side-Bereich ein Desk-Key, wo wir die Schlüssel dann dementsprechend ans Fahrzeug anlernen. Hier haben wir einmal die Handbremse, die wir dementsprechend, oder Parkbremse, die wir dementsprechend lösen bzw. auch feststellen können und das Ganze dementsprechend auch zum Abschließen. Das war es auch leider schon wieder mit dem Vorstellungsvideo über die Ryker Rally. Wenn euch das Video gefallen hat, einmal den Kanal abonnieren, einmal liken und kommentieren. Ihr wisst, wie es geht. Folgt uns auf Facebook, Instagram und TikTok und kommt uns doch gerne mal besuchen hier in Rhein in unserem neuen Standort. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.